wir werden jetzt hier mal mit einer Tierlist, werden wir jetzt mal alle Candy-Songs bewerten. Ich hab Bock drauf, machen wir jetzt mal. Vielleicht, wenn ich mir zwischendrin nicht mehr sicher bin, müssen wir auch in die Songs reinhören. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir starten rein hier von Flauschi. Ehrenfrau hat das hier vorbereitet. Wir fangen einfach mal von links nach rechts an. Der 200K-Song war ja irgendwie so ein Ballermann-Hit. So, wir sind 200.000, keine Ahnung was. So ein irgendwie so Rumkröl-Song. Ja, geht so. Hat mir jetzt nicht so ganz zugesagt. Dann leg dich nicht mit Touren an. Fand ich war ein gutes Ding. War gut. Fand ich war cool. War jetzt nicht so ultramelodisch, aber mit Touren ist einfach nice. Touren muss man mögen, ist ein cooler Part, cooler Song. Machen wir es gut. Der 100K-Song ist, finde ich, sehr gut. Also ich sag mal hier oben die besten halt. Den 100K-Song, der hat mir echt gut gefallen, den hören wir auch oft im Stream. Netherite Guards 2, du darfst weiter YouTube machen. Okay, danke Amir. Der Netherite Guards 2 ist ja so auf Techno-mäßig so. Amir, A Wife und so, ne, ist ja ja. Finde ich eigentlich echt ganz gut, Live-Chat. Ist gut. Würde ich aber nicht so wie der, würde ich nicht so ein Kultding geben wie der erste, glaube ich. Netherite. Ja, komm, ist gut. Dann Minecraft Walls. Boah, da muss ich jetzt gerade nochmal ganz kurz reinhören, Leute, den Walls-Song. Ja, ich weiß nicht, geht's so oder Walls? Nee, ich mach es gut. Finde ich gut, den Song. Dann machen wir Skybase. Der Skybase-Song weiß ich auch gar nicht mehr. Ja, ist so sentimental. Ja, ist halt so ruhiger. Würde ich sagen, geht so. Würde ich mir jetzt nicht nochmal groß anhören, würde ich sagen, geht so. Dann Hey, warte. Ah, das ist dieser SU-Ding. Hat diese. Wie findet ihr den, Leute? Würde ich auch sagen, geht so. Dann der Paulberger Hills-Song ist hier der nächste. Würde ich so in einer Kategorie so, geht so. Ist nicht meine Favorites. Als nächstes Zeitmaschine ist natürlich schon ein älteres Ding. Das hier ist für Knochi. Das ist natürlich sehr sentimental. Wir vermissen euch ganz doll. Ja, machen wir auch, geht so, Leute. Es ändern für Mr. Berger und Knochi mein Pferd, ja. Doch wir geben niemals auf und ja. Nehmen es in Kauf. Man muss ja auch dazu sagen, Leute, das ist nur meine Bewertung, also wie mir die Songs gefallen. Ich bewerte jetzt nicht, wie aufwendig, wie gut lyrisch die sind, sondern nur so, ob ich mir die jetzt nochmal so groß anhören würde. Wisst ihr, wie ich meine? Ja gut, da müsste ich eigentlich hier eher so Schmalspur machen. Ja, das ist halt so ein ultra trauriges Ding. Zu dem Lied kannst du halt weinen, ne? Ey, okay, Netherite Guards 1, Leute. Das ist halt wirklich ein absoluter Legendending. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Guck mal, das war ja wirklich Klassiker. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden, Beste. Netherite mit Enchant, die Insel in Brand. Und sie kamen auch zu mir. Ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Ich greife euch niemals an, Mann, ich hab es kapiert. Denn von jedem, der sie angreift, wird die Seele kassiert. Crimex, Stani, verbreiten Angst und Schrecken. Oh, der Chat fühlt! Der Chat fühlt! Ja, geil. Netherite Guards, Netherite Guards. Ja, da kommt das an. Das ist ein Klassiker, Leute. Das ist ein Klassiker. Müssen wir nicht drüber reden, Live-Chat. Ja, komm. Beste natürlich. Okay, Leute, aber wir machen weiter. Ey, der Chat, ne? Ihr dreht immer richtig durch, wenn ein Lied kommt. Geil, ey. Nice, feier ich. Okay, YouTuber-Insel. Warte mal, was war YouTuber-Insel? Hier. Oh. Finde ich sehr gut, YouTuber-Insel. Hallo, wer ist da? Junge, Max, ich fühle das ja anders gerade, deine Tierlist. Warum? Das ist ja so geil. Feierst du? Ich finde das cool. Also, ich finde es einfach krass. YouTuber-Insel ich würde sagen, YouTuber-Insel hat nicht so ein Klassiker-Ding wie Netherite Guards und so. Würde ich aber trotzdem ein sehr gutes Lied geben. Guck mal, hier nochmal rein. Ne? Oder Russik, ja, sie kannten uns nicht. Nur der Chat, ey. Wir kamen alle. Der Refrain von dem Lied ist halt geil, müsst ihr gleich mal hören. Jeder
auf sich gestellt, allein. Wir sind auf einer Insel. Das ist schon gut, ist gut. Würde ich sagen, ist gut. So, okay, dann geht's weiter. Ja, der Genshin Impact Song, ja, ist halt ein Werbesong gewesen, aber trotzdem gut umgesetzt. Warte mal, wo ist denn der Genshin Impact Song? Hab ich auch gar nicht so auf dem Schirm gemacht. Die ist ja übelst stark gemacht. Ich hab die gemacht. Mit den Bildern und alles? Ja, ich hab die runtergeladen. Die ist so gut gemacht. Kannst du mir die auch mal schicken? Ja. Ist ja übelst krass. Ja, also Genshin Impact ist halt eigentlich dumm, was dazu zu sagen, weil den Song kann ich nicht bewerten. Das war halt ein Werbedeal, ne? Aber trotzdem, ja, ist halt ein guter Song an sich auch, nicht schlecht gemacht, aber hört man sich halt jetzt auch nicht nochmal an, so groß, würde ich sagen. So, ja. Ich sag nichts dazu, ne? Also da würde ich aus der Bewertung rausfallen lassen. Dann was haben wir hier? Alpha SU. Was denn Alpha SU? Alpha SU. See you, warum tust du mir ach, der das an? Würde ich eher weniger hören, Schmalspur. gefällt mir eher weniger. Kenne ich, gefällt mir weniger. Warte, wir können nochmal schnell reinhören. Wo ist er? Alpha SU. Aber wie viele Songs du auch mittlerweile hast, ne? Also ja, Leute, ich scroll hier die ganze Zeit durch. Jede Woche. Das ich musste echt die alle runterladen, Freunde. Ich habe gesagt, man hört dann endlich auf. Guck, das ist der Alpha SU. Oder Live-Chat würde ich eher zu Schmalspur-mäßig. Das ist jetzt auch so nicht so eine Melodie, die ich mir nochmal groß anhören würde. Bester Freund, was ist das? Hä, kenne ich das überhaupt? Ist das ein älterer oder? Der Timmy-Song. Ach, der Timmy-Song. Oh, der ist ja auch richtig alt. Ich muss euch was erzählen. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Hi, Timmy. Stimmt. Es geht um einen Freund, den besten, den ich finde, das hat so ein, ach, wie heißt die Band nochmal? Das ist irgendwie so ein Linkin Park-Type-Beat, so. Und oh mein Gott, was ich da. Würde ich geht so machen. So, dann der YouTuber-Diss-Track. Was ist denn der YouTuber-Diss-Track? Das war das allererste Lied. Das allererste Lied? Ja. Warte. Ah, lol. Guck mal hier, das erste. Okay, Candys erstes Lied muss man. Candy, keine Ahnung, wer du bist, aber ich sag's dir ein. Lass mich einfach in Ruhe. Und die Leute, ja, sie geben euch Applaus. Ja. Doch ihr ruht euch. Fühl dich lautlos. Blackmaster, schade. Nur für die Klicks. Ja. Doch wo bleibe ich? Und die Leute, ja, sie geben. Was meint ihr, wo soll man das einordnen? Doch ihr ruht euch da drauf aus. Nur für die Klicks. Nur für die Klicks. Doch wo bleibe ich? Malspur, ja, ne? Und die Leute, ja, sie geben. Okay, ja, Schmalspur. Würde ich nicht nochmal hören. Als nächstes, oh, der X-Ray-Song. Der X-Ray-Song auch sehr stark. Dieser Remix, Leute. Kam er jetzt auch neulich. Was mach ich denn hier? Kam er auch neulich erst raus. Müssen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Habt ihr alle noch auf dem Schirm, aber allein der X-Ray-Song von Awesome Lina. Der X-Ray-Song von Awesome Lina, halt krass. War schon gut und ich fand auch Flauschi und Kenny haben das beide sehr gut gemacht, ihre Parts. Deswegen würde ich sagen, der X-Ray-Song ist gut. Gefällt mir sehr gut. Würde den Remix jetzt aber, weil es ist ja an sich, man muss ja aber so sagen. Man muss ja so sagen, ist geiles Ding, aber es ist halt, der Song ist ja, finde ich, so geil wegen dem Part von Awesome Lina. Jetzt, also klar, ihr habt das gut geremixed, keine Frage. Andererseits, es geht ja darum, wie ich es mir anhören würde. Aber würde ich es auf eine Stufe mit Netherite Guards stellen? Na, also es reicht für mich leider nicht, dass ich es auf eine Stufe mit Netherite Guards stellen kann. Ist gut, aber ich kann es nicht auf eine Stufe mit Netherite Guards stellen. Netherite, das ist hier oben, ist schon wirklich die Lieder, die mir top, top, top gefallen, weißt du? So. Okay, machen weiter. Oh, Leute, Himmelskrieger. Oh, also Himmelskrieger, habe ich Candy auch schon mal persönlich gesagt, ist jetzt auch nichts Böses.
Aber Himmelskrieger, meiner Meinung nach, der von Candy schlechteste Song. Wo ist er? Himmelskrieger? Hier. Den fand ich leider echt gar nicht gut. Ein Volk in den Wolken lässt den Himmel verfärben. Ein Tor in eine neue Welt mit mystischem Ausmaß, mit Türen, die ausfahren. Haben wir, Fragezeichen. Ist ja nichts gegen, nein, ist nichts gegen Himmelskrieger, aber ich fand den Song einfach nicht gut. Guck mal, so voll unmelodisch. Sie sind froh, wenn du sie nicht siehst, denn dafür sehen sie dich öfter. Und wo eins. Es geht auch gar nicht mal um den Text, sondern nur so, es ist unmelodisch. Ich finde, ich würde mir den nicht nochmal anhören. Skybase der Sonnenlaber, leben jetzt Krieger, die gefährlich sind wie Tonnen Lava. Also verbrennt euch besser nicht, dann haben sie dich mal im Blick, ja, dann nehmen sie dich. Könnt den Text, Baba, ja. Ja, den Text, Baba, da kann ich aber auch, keine Ahnung, mir ein Hörbuch anhören. Also sucht kein Streit, denn es ist vorbei. Und immer wenn sie kommen, rennen Gegner weg, denn sie haben Angst. Und solltest du sie rufen, folgen dir die Krieger in den Kampf. Und immer wenn sie kommen, rennen Gegner weg, denn sie haben Angst. Da kommt nichts mehr, wisst ihr, wie ich meine? Folgen dir die Krieger in den Kampf. Sie sind wirklich die Reichsten, haben wirklich das Meiste. TNT in ihrem Lager. Ist ja, am Ende des Tages ist Geschmackssache, aber also bei dem Song habe ich am wenigsten das so Bock, meinen Kopf so mitzunicken, wisst ihr? Ich, also irgendwie, ich vibe einfach nicht mit dem Song. Ist ja aber auch Geschmackssache. Es geht ja, wie gesagt, alle Songs sind ja nur mein Geschmack hier und den würde ich mir einfach nicht noch, ist halt, sehe ich halt, also rein vom Ding her, habe ich mir nie wieder angehört. Habe ich einmal gehört, nie wieder angehört. Okay, dann geht's weiter. Sidekick. Oh, der iCrimex-Diss-Track, Leute. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwer, das Ganze objektiv zu betrachten. Warte mal, Sidekick, wo ist hier? Sidekick, der iCrimex-Diss-Track. Ja. Ja. Ich bin Candy, du bist Crimex. Ich bin ehrlich. Sollte auch, ist gut. Alter, Armin, du bist ja jetzt richtig. Warum bist du denn so mad jetzt, Armin, hier? Nur weil ich deine Himmelskrieger gedisst hab, ey. Ich mach iCrimex zu meinem Sidekick. Ja. Ich würde sagen, geht so. Ich würde ihn auf geht so machen. Und das jetzt nicht, weil es ein Diss-Track gegen mich ist, sondern auch so vom Ding her, wie man dazu vibet. Also, Leute, wir können nicht den Sidekick auf eine Stufe mit dem X-Ray, mit YouTuber-Insel, mit Minecraft Worlds, Nether Red Guards 2, leg dich mit Touren an. Also, ich glaube, hier bei geht so ist ja genau richtig. Man vibet dazu, aber nicht auf dem Level, wie hier die Songs, die hier oben sind. Okay, wir machen weiter. Last Party. Oh, Last Party, auch ein schwieriges Ding, Leute. Den Song habe ich auch nicht gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Hey Candy. War ein lustiges Ding, aber ist mir zu techno-lastig. Und der Dieter spielt nur Schmalspur-Songs. Candy, bitte, ich auch nicht. Habt ihr den gefühlt, Leute, den Candy-Song? Okay, dann pass mal auf. Last Party, Party, Last Party, Party. Lass Party auf die Insel zu nem Dancefloor. Schwierig. Lass Party, schwierig. Lass Party, muss man mögen. Lass Party auf die Insel zu nem Dancefloor. Ist halt mal was anderes. Auf lautlos. Auf lautlos richtig geil, ne? Man sieht das aber auch so. Aber guck mal, wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Also meine Meinung teilen, glaube ich, auch viele, weil wenn ich das mal hier mit den Klicks immer vergleiche, gut, manche haben natürlich auch noch nicht so viele Klicks, weil die nicht so lange raus sind. Aber der Himmelskrieger-Song, no, also Amir, hatte jetzt auch nur 300.000 Aufrufe. Es war jetzt auch nicht ein Banger, ne? Also da kannst du deine Himmelskrieger mögen, wie du willst, aber und hier sieht man halt auch an den Aufrufen, das ist halt auch nicht was, was jeden Geschmack trifft, ne? Deswegen muss ich da auch eher sagen, ist halt wirklich Geschmackssache, aber für mich eher Schmalspur. Ne? Also Leute, die Techno mögen, für die wäre es besser, aber wie gesagt, ist ja hier alles hier subjektiv meine Meinung. Deswegen, so. Okay, wir machen weiter. Was haben wir als nächstes? Sterne. Sterne, das war der Love Song. Der Love Song für Flauschi. Muss schon mal reinhören, weiß ich nicht mehr. Dummbeste. Deine Augen sind wie Vivis auf der Rolli, funkeln so wie Sterne in der Nacht. Ist okay. Sag, was
finde, der ist schon melodisch. Der ist schon melodisch. Der kann man sich schon. Ist schon für einen Love-Song eigentlich schon gut, Leute. Boah, der Chat wiped, der Chat wiped. Ich sehe den Chat, ihr habt gerade ein bisschen dazu gewiped. Ich hab's gesehen. Ich würde sagen, machen wir, geht so. Ist schon gut. Vielleicht muss ich auch hier nochmal Netherite Guards 2 auch hochsetzen. Ah, ich tue mir schwer. Ich tue mir ein bisschen schwer, Leute. Sollen wir ist gut oder geht so machen? Ich tue mir ein bisschen schwer. Ah, und dann noch durchsortieren. Und dann noch nach. Ja, okay, das ist gut. Links dann die besten. Und dann noch so durchsortieren. Das machen wir mal hier oben zumindest. Aber wir teilen es erstmal so ein und dann teilen wir nochmal die einzelnen Linien ein. Dann machen wir weiter. Bye, bye ist der nächste Song. Dieses Bye, bye, Paul Berger Hills. Ja. Würde ich geht so machen. Ist halt auch so ein bisschen was Traurigeres. Würde ich geht so machen, Live-Chat. Bye, bye, Paul Berger Hills. Du bleibst in meinem Herz und ich seh dich durch mein Teleskop. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ich komm vorbei, wenn ich will. Die Zeit steht für mich still. Doch die Insel bleibt mein Rettungsboot. Ja, geht so. Ich muss hier weit weggehen, denn meine Zeit bleibt stehen. Hab hier so einiges gesehen auf meinem Stand. Gut, okay, oha, der Chat, ihr geht ja richtig ab. Ist gut. Würd ihr ihn gut machen? Heilen Weg mit bin Präsident in meiner Residenz. Er ist eigentlich schon melodisch. Doch vergess nicht, wo ich herkomm, komm aus Candyland. Ich war ein Netherite Guard, hab eine Skybase gebaut, auf der ich nächtelang schlaf. Doch, ist eigentlich schon so ein gutes Ding. Ihr habt recht, ist ein gutes Ding. Stadt ist kaputt, alles in Asche und Schutt. Ihr habt recht. Bye, bye, Paul Berger Hills, du bleibst in meinem Herz und ich seh dich durch mein Teleskop. Okay. Oh, als nächstes einer meiner absoluten Lieblingssongs, der Präsidentensong. Hahaha, den feier ich. So ein richtig epischer Geigenchor in die Fresse Beat. Der King der YouTuber-Insel. Candy for President, der erste seiner Art, meine Insel mach ich stark. So, auf jeden Fall, also einer meiner Lieblingssongs von Candy. Ich mach Urlaub mit Flauschi an der Krümelküste. Und dann gibt's Kekse umsonst. Ich bin Candy, denn der Erste und ich nutze meine Chance. Und der Chat fühlt's auch. Ich merke, der Chat fühlt's. Okay. Da sind wir uns einig, oder? Bestes, schon Bestes. Geil. In Daimler Mercedes. Oder Panda-Bär. Geil. Das ist cool. Ist gut. Gutes Ding. Villager gegen Pillager, ich glaube, den kenne ich gar nicht, Leute. Wenn die Glocken in deinem Dorf läuten, lauf mal lieber weg. Ich bin ein Pillager und habe meinen Bogen im Gepäck. Brauche Brot, brauche Eisen und Fanale. Okay, ist quasi so Villager gegen Pillager Distrack. Okay. Halt weg. Warum tust du mir das an? Ich bin doch friedlich in meinem Dorf. Ich bin ein Villager und will doch einfach Frieden in meinem Ort. Und wenn ich einmal schlage, dann verteidige ich mich bloß. Aber würde ich mir nicht anhören. Macht mir Angst, huh? Kann man sich mal auf lustig anhören, so, weil es halt Villager gegen Pillager ist, aber so, schwierig. Würde ich mir jetzt nicht anhören und dazu vipen, so, ne? Ja, eher Schmalspur, Digga. Würde ich mir nicht nochmal anhören. Nächster haben wir Update. Update ist, glaube ich, ja so ein allgemeinerer Gaming-Song. Ein neues Update ist heute mein Highlight. GTA und Fortnite in meiner Freizeit. Das ist cool, oder? Ich habe all meine Freunde dabei. Red mir nicht von Pflichten, dafür ist keine Zeit. Ist gut. Ein neues Update ist heute mein Highlight. Das ist irgendwie geil, das ist richtig so. da macht man einfach mit so. Das ist einfach dieses Melodische, was ich meine. So, da wird man gepackt und hat Bock drauf. Geil. Ja, mach, ist gut. Ist gut. Ist gut. Minecraft Stadt, einer meiner Lieblingssongs als nächstes. Auch so ein gute Laune-Ding. Das ist auch wieder so ein gute Laune-Beat. Neue Abenteuer, neues Ziel, neue Freunde, neue Euphorie. Ich kann das, ja, das wird anders. Minecraft Stadt. Ey, das ist einer meiner. Safe einer meiner Lieblingssongs. Safe einer meiner Lieblingssongs. Beste. Land in Sicht, leere Taschen, kein Problem, so. Ja, dann angelegt. So, hier auf jeden Fall. Und Streit und den Stress. Niemand mit dabei, nur ein Primex-Spam. Hier
gehen los, zieh weit in die Welt hinaus. Keine richtig gut. So, Platz 3 aktuell. Ist sehr gut. Okay, vorbei. Adventure, Abenteuer. Geil. Okay, jetzt als nächstes haben wir vorbei. Hallo Paul Berger Hills, meine Welt. Ah, mit Yami war das. Hallo Max, danke, dass ihr mit dabei wart. Ihr seid wie meine Familie. Ah, das ist der Song zum Ende der YouTuber-Insel. Danke Timmy und danke auch an Alperstein. Danke Dr. Banks, ohne euch wäre ich ganz allein. Danke Snoopy und ein Dank an die Community. Wir sind ein starkes Team, wir sind so stark wie nie. Danke an Lofty und danke auch an Rustik. Ohne euch wäre die Zeit nicht so spannend und so lustig. Danke auch an Yami, unsere... Ist eigentlich gut, ist gut. Ist gut. Komm und sing für sie die Hook. Oh ja. Auf jeden Fall gut. Oder sogar Beste. Boah, ist schon sehr gut, das Lied. Sollen wir Beste oder ist gut? Was meint ihr? Ist schon... Boah, das ist gut. Mit Yamis Part sehr, sehr strong. Beste? Machen wir sogar Beste. Echt, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann Noobkrieger, das war der Timidis. Ja... Ist halt ein Diss-Track, aber da hat Candy so versucht, so ein bisschen so mit Double Time und so zu rappen. Würde ich geht so machen. Es war als Diss-Track lustig, aber würde ich mir jetzt auch nicht krass anhören. Ich würde geht so machen. Ja, ich glaube, geht so ist das Richtige. Dann Longberger Island. Oh, der, ey, Flauschi. Flauschi, den hast du ja gar nicht mit aufgenommen. Mein Diss-Track. Der Diss-Track gegen Candy. Ja gut, lassen wir jetzt mal raus. Hab ja ich ja gemacht. So, aber gut. Longberger Island. Das ist doch nicht von... Ja, stimmt, es ist nicht von Candy. Hast ja recht. So, wo ist der Longberger Island... Song? Hier. Oh, den fand ich gut, glaube ich. Den fand ich sehr gut. Auch sehr guter Beat. Melodisch. Boah, Song mit Touren zusammen wäre krass, Arme. Müssen wir mal machen. Ist gut, finde ich gut, den Song. Ist gut, oder? Ist ein gutes Ding. Würde ich nicht beste, aber ist gut. Halt. Was war denn Halt nochmal? Ah, ja. Ist auch gut. Du bist Halt bei mir. Was meint ihr, Leute? Gut oder geht so? Boah, ist schon gut für so einen Love-Song, ne? So. Doch, auch guter Beat, melodisch, ja, komm. Aber Leute, man kann ja jetzt schon mal sagen, also Candy's Songs überwiegend gefallen mir, ne? Also kann man ja sagen. Und dann das letzte Pilot, das ist jetzt auch sein neuester Song, der kam ja irgendwie erst gestern raus. Habe ich schon reingehört, hat mir nicht so zugesagt, also, aber wir hören mal rein. Egal wo du heute hin willst, ich lieb dich. Du bist heute mein Gast und ich nehm dich mit. Wir gleiten über Wolken und der Stadt. Es scheinen tausend Lichter in der Nacht. Ich bin ein Pilot. Ah, auf lautlos, ja. Das, also da finde ich den Beat nicht schlecht, aber er sagt ja die ganze Zeit nur, bin ein Pilot. Das geht mir irgendwie so ein bisschen irgendwann so auf den Sack, Leute. Ich mach geht so. Also gefällt mir besser als zum Beispiel Himmelskrieger und Last Party, aber ich mach geht so, Leute. Ich glaube, geht so ist hier das Richtige eingeordnet. Also das hier sind alle Candy-Songs nach meinem Geschmack eingeordnet. Ja, wenn ihr was anders gemacht hättet, könnt ihr es ja mal in den Chat oder in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es eigentlich
Ja, also überwiegend gefallen mir die Songs gut. Und hier meine Top-Songs sind natürlich Netherite Guards, Präsident, Minecraft Chart 100k und vorbei. Das waren schon Bretter, Leute. Das waren schon gute Songs von Candy. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Let's go.